Psst, sonst beißen Sie doch nicht. Wussten Sie eigentlich, liebe Zuschauer, dass Marianne Rosenberg, ein Kultstar, seit Jahrzehnten im Show-Olymp, dass sie am besten entspannen kann beim Angeln an klaren schwedischen Seen? Ups, ja, jetzt scheint hier was zu beißen. Und eine entspannte Marianne, die sorgt ja dann regelmäßig dafür, dass wir einen neuen Fang machen können im Plattenladen. Und das ist der neue. Für immer wie heute heißt die neue Scheibe. Und heute ist sie hier, Marianne Rosenberg. Hey, guten Abend, schön euch zu sehen. Marianne Rosenberg ist zurück, nicht nur im Rampenlicht, sondern auch zurück von einer Reise. Fast ein Jahr lang hat sie sich an ihren alten Songs abgearbeitet. An Liedern aus den 70ern, die heute Evergreens sind. Im Kern bleiben es unschuldige Schlager, aber sie klingen anders. Nicht mehr nur naiv und süß, sondern erwachsen. Mit 14 wird sie entdeckt und zum Kinderstar. Danach geht's Schlag auf Schlag, Single auf Single, Hit auf Hit. Ich bin wie du, wir sind wie Tag und Nacht allein. Eine von uns beiden muss nun gehen. Er gehört zu mir, wie mein Name an der Tür. Fast ein Jahrzehnt hält sie das durch, aber dann wirft Marianne Rosenberg alles hin. Statt Hits macht sie Musik, die ihr etwas bedeutet, zum Beispiel mit Rio Reiser. Seine Musik ist auch auf der aktuellen Tour zum Album Für immer wie heute zu hören. Im Hier ab 4 Studio Marianne Rosenberg. Marianne Rosenberg, ich freue mich mächtig. Ich habe den letzten Ton mitgesungen. Dass Sie da sind. Das Neues. Ist ganz interessant, Herr Fritsch, diese Ausschnitte so. Aus drei also, Jahrzehnten. Auf ja, die vieles Sie schon kennt man gar nicht dann. Vieles hat man gar nicht gesehen oder kennt es nicht. Ich finde es immer ganz interessant. Auch die Garderobe so. Die verschiedenen Zeitabschnitte, richtig, ja. Mir ist auch bei der Frisur gerade aufgefallen, ja, jahrzehntelang eigentlich schwarze Haare, jetzt ja. Die blonden Haare, neuer Look, neue Tournee, neues Album, Ihnen müsste es gut gehen. Mir geht es auch gut. Schön. Und ich denke, wenn man so lange schwarze Haare hat wie ich, also ich bin mein Leben lang fast in schwarz gegangen, da war es also dringend notwendig. Reagieren die Männer jetzt anders auf eine blonde Haare? Ja, schneller. Schneller, das heißt, der Reflex ist irgendwie größer da, oder wie? Die Männer drehen sich schneller um, das ist einfach, blond ist so eine Signalfarbe. Ja. Und das finde ich schon ganz interessant. Damit es Ihnen gut geht, haben wir Ihnen Ihr Lieblingsgetränk organisiert. Ja, ich dachte, und auch Ostereier, wie ich sehe. Schokolade natürlich. Das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen. Sie haben es ja sicherlich gehört, ich habe abgenommen. 12 Jetzt habe ich Kilo schon runter. Einiges, ja, aber da habe ich schon wieder etwas zugenommen. Also lieber nicht Ostereier. Also Ostereier lieber nicht. Lieber nicht. Ich dachte ja, Tomatensaft trinken wir nur im Flugzeug. Sie trinken das auch? Im Flugzeug trinken alle Leute Tomatensaft. Aber sonst nirgends, erlebe ich immer, ja. Und deshalb trinke ich dort keinen. Natürlich. Aber ansonsten ist es so mein Lieblingsgetränk. Aber nicht mit Salz und Pfeffer, aha, das ist falsch, sondern weg, ja, mit Eis und Zitrone. Das kriegen wir noch an organisiert. Zuvor freuen wir uns auf die Zuschauerfrage und die kommt heute von Ihnen. Die Preisfrage. Ja. Wie heißt die Tour, die im April startet? Das müssen Sie wissen, liebe Zuschauer, um heute bei uns zu gewinnen. 0182 15 15 18 ist die Möglichkeit, mit Marianne Rosenberg am Telefon zu reden und die Preisfrage richtig zu beantworten. Und Sie können natürlich auch Faxen machen, 0182 15 15 19. Den Titel der Tour, das wollen wir wissen, verraten wir jetzt also noch nicht. Aber wir können schon ein bisschen verraten, was auf die vielen Fans zukommt bei dieser neuen großen Deutschland-Tournee. Sie kommen ja auch nach Erfurt, nach Magdeburg, nach ja. Dresden, nach Cottbus, also ja. hier zu uns nach Mitteldeutschland. Ja, worauf ich mich sehr freue, weil ich muss zugeben, ich war in diesen Gebieten nicht so oft unterwegs. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie sich das ergeben hat, mhm. aber es ist so. Einfach zu DDR-Zeiten schon nicht und danach auch nicht? Ja, da oder? Natürlich sowieso nicht, weil man ja kaum hinein durfte ins Land. Dabei kommen Sie das aus heißt, Berlin, in Berlin ja? war ich dann schon mal im Friedrichstadtpalast. Ja.
Sie kommen ja richtig aus West-Berlin. Ja. Und sind dann auch eine ganze Weile ins Ausland gegangen, haben englische Titel gecovert, haben Jazz gemacht, haben Chansons gemacht, alles mögliche, alle Musikrichtungen. Und diese Jazz- und Chanson-Platte, ist das dann die nächste? Ich zeige jetzt mal die aktuelle hier hoch. Das ist die aktuelle. Die es derzeit im Plattenladen gibt. Die hat ja aber mit Jazz einfach mal gar nichts zu tun. Die hat mit Jazz überhaupt nichts zu tun. Die hat aber sehr viel mit Pop zu tun. Oder wenn Sie so wollen, in Ihrer Vorankündigung war ja auch die Rede von Schlager. Dann hat es von mir auch mit Schlagerpop zu tun. Ja. Aber es ist so, dass dieses Album ist ein Geschenk an meine Fans, an die Leute, die mich einfach so viele Jahre begleitet haben. Und Sie haben es ja gerade gesagt, ich habe wirklich einiges an stilistischen Wechseln unternommen und auch Bühnenshows gemacht, bei denen es hoch herging, also viele Umzüge. Manchmal musste das Publikum lange warten, aber es hat Ihnen und mir halt sehr viel Spaß gemacht. Und dieses Album ist eine Belohnung für all die Jahre durch diese ganzen Eskapaden. Also da will ich mich auch bedanken damit, ja, dass ich mir das auch alles erlauben durfte. Also wenn man sich so umschaut in der Musiklandschaft, das kann sich ja nicht jeder erlauben. Und gehen. Sie sind geblieben. Einfach so, ja, Stilistiken zu wechseln, ja, mal Jazz zu spielen, Chansons zu spielen. Ja. Und das ist alles möglich mit meinem Publikum. Und das finde ich was ganz Wunderbares. Mhm. Das ist ein Geschenk. Eine Ihrer Fans hat einen Fax geschrieben mit der, ich denke mal, richtigen Lösung aus Bad Berka, Holger Koch, für immer wie heute heißt die Tour. Ja, das stimmt. Da hat er natürlich recht. Und lieber Holger Firlefanz heute natürlich stilmäßig als Elvis. Das ist zum einen Ihr Preis. Macht man jetzt neuerdings nicht nur eine CD rausbringen, sondern eine DVD mit ganz viel, ja, Bonusmaterial, mit Marianne privat. Was verbirgt sich da dahinter? Wir haben sie noch nicht aufgemacht, weil sie ja dem Zuschauer gehört. Sind da so kleine Home-Stories mit drauf? Nein, oder da ist ein Beitrag drauf, höchstpersönlich, das ist eine Sendung und diese ganze Sendung ist dort aufgezeichnet und drauf und naja, die zeigt eben nicht diese Frau auf der Bühne, sondern mehr so die Frau, wie sie über spezielle Dinge denkt und das finde ich ja irgendwie auch ganz wichtig. Also dieses Format höchstpersönlich ist auch so, dass es jetzt nicht einen Showstar zeigen will, sondern das Leben desjenigen beleuchten will. Von Marianne Rosenberg. Und natürlich, ja, also das ist genau das Richtige für die Fans, von uns gibt es unsere Schicke hier ab 4 Uhr einfach noch dazu. Es ist 16.19 Uhr, Zeit für unseren Kurzklatsch. Und da haben sich heute zwei Kolleginnen von Marianne qualifiziert. Und dazu die vielleicht künftige Königin von Großbritannien. Viel Spaß bei den Klatschgeschichten. Marianne Rosenberg ist bei uns. Wer gefällt Ihnen besser, die Britney Spears oder eher Kylie Minogue? Wer ist? Mir gefallen beide gut. Aber am besten gefallen Ihnen unsere Osterlämmer hier im Studio. Die gefallen mir noch besser. Die sind noch richtig süß. Am Telefon der Anrufer, der Erste, der es heute reingeschafft hat zu uns ins Studio. Wer ist dran? Guten Tag. Guten Tag, mein Name ist Füßlein. Hallo. Ich rufe aus Hessen an. Ja, meine Frage an Frau Rosenberg ist, wie viele Lieder gibt es von Ihnen? Oh, ich habe das akustisch nicht verstanden. Wie viele Lieder? Ja, die habe ich niemals gezählt. Ich habe schon bei den Albenzählen versagt. Das war schon so viel. Ja, also ich glaube, es sind Hunderte, die ich inzwischen einfach von 1970 bis heute gesungen habe. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber ich kenne Leute, die betreuen Fanclubs und die wissen das sehr gut. Ich kann das mal erfragen und dann, ja, stell ich es ins Netz. Da, mhm, können Sie es dann sehen. Empfehlenswerte, ja, Homepage, da kann man dann ein bisschen zählen. Ne? Danke für den Anruf. Sie kriegen, wie jeder Anrufer diese Woche, der es ins Studio reinschafft, eine hier ab 4 Eieruhr. Das ist toll. Danke. Logisch, schick mal vor Ostern natürlich noch los, ne? Damit die Ostereier dann nicht etwa zu hart gekocht werden. Dankeschön. Danke. Tschüss. 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 Es waren, der Zuschauer hat es gerade angesprochen, viele, ja, Titel, viele erfolgreiche Titel. Ich bin wie du, fremder Mann, er gehört zu mir. Marlene, gab es einen, der über erfolgreichste war, einer, der am meisten verkauft wurde? Nein, eigentlich nicht. Man kann sagen, Marlene, Lieder der Nacht. Ja. Ich bin wie du, er gehört zu mir. Die hatten so ungefähr die alle dieselbe, ja, Größenordnung. Aber man kann auch sagen, dass er gehört zu mir gesondert behandelt wird. Das ist so die Hymne schlechthin. Die Handballfrauen aus Leipzig in den 90er Jahren, ich war Sportjournalist, ja, die haben einen Pokal gewonnen und die ganze Zeit lief im Bus von Bremen bis nach Leipzig dieses Lied.
er gehört zu mir. Und die reckten immer diesen Handballpokal hoch und waren glücklich. Das sind Kulthymnen. Gibt es eine Erklärung dafür? Haben Sie eine? Eine Erklärung für Ihr Erfolgsrezept? Auch dafür, dass Sie vor allem in der schwulen Szene so einen Kultstatus haben? Eine Erklärung habe ich nicht, aber ich weiß, wie Kult gemacht wird. Indem viele Menschen, also zur gleichen Zeit oder auch von mir aus unabhängig voneinander, immer wieder in denselben Film gehen. Und zwar unabhängig davon, ob er genau in dieser Zeitspanne populär ist. Mhm. Und so ist es auch mit dieser Musik. Diese Musik wurde über viele, viele Jahre immer wieder gespielt, aufgelegt, damit wurde gefeiert oder es wurde gesungen. Und das war völlig unabhängig von den jeweiligen Charts in diesen Jahren. Und das bedeutet Kult. Und Kult bedeutet auch, dass man etwas in diesem Zustand erhalten möchte, indem man es lieb gewonnen hat. Und das ist natürlich mit mir dann schwer. Darum glaube ich, ein Mensch kann nicht wirklich Kult werden. Die Musik kann es. Weil ein Mensch verändert sich ja immer weiter. Kluger Satz, ja. Am Telefon, wer ist der Nächste? Guten Tag. Ja, hallo, Andreas Fritsch und ein großes Hallo an Marianne Rosenberg. Hallo. Ich hätte gerne zwei Fragen. Und zwar die erste, sollte Ihre Solo, also Ihre Gesangskarriere eines Tages mal zu Ende gehen, haben Sie da schon gewisse Pläne, was Sie eventuell danach machen? Also, die Gesangskarriere. Ich verstehe mich als Musikerin. Das heißt, dass es mehr als ausschließlich auf das Singen konzentriert zu sein. Ich schreibe auch Songs, ich schreibe viele Texte selbst und Schauspielerei ist etwas, was mich interessiert. Da muss ich sagen, habe ich auch ein wenig Blut geleckt bei bestimmten Projekten. Aber die Rollen, die mir dann angeboten wurden, die waren mir zu einfältig oder zu langweilig. Also das wäre auch noch etwas, was ich mir vorstellen könnte. Die zweite Frage, die ich noch hätte an Sie, Frau Rosenberg, wäre, können Sie sich vielleicht auch mal vorstellen, in einem Musical mal mitzuspielen? Ich habe in dem Musical von Kurt Weill die Venus mitgewirkt und das war eine sehr, sehr interessante Arbeit für mich gewesen. Und besonders haben es mir natürlich angetan, diese wundervollen Lieder von Kurt Weill, die er im Exil geschrieben hat, also in Amerika, und die hier bei uns nicht so sehr bekannt sind wie das andere Repertoire. Und diese Songs habe ich dann auch mit hineingenommen in mein Jazz-Chanson-Programm, obwohl ich dann in der Venus nicht mehr weitergespielt habe. Vielen Dank und auch Ihnen eine Eieruhr nach Hause damit. Tschüss. Tschüss, damit das alles gut geht. Vor knapp zwei Wochen haben Sie einen besonderen Geburtstag gefeiert. Wie und ja, wo? Das ist ja jetzt ganz uncharmant, Herr Fritsch, dass Sie mich das Wenn fragen. Wenn Sie 40 werden, darf ich das doch gerne fragen. Ja, was wollen Sie jetzt darüber wissen? Wie und wo gefeiert wurde? Ist das so eine runden Geburtstag, feiert man die wie eine große Sause? Das will ich eigentlich wissen. Wie feiert man? Also man denkt, dass man die ganz pompös feiern muss und eine große Sause. Und dann kommt dieser Tag und man feiert ihn dann mit Freunden und mit Familie und man ist sehr glücklich dazu. Ja. Nee, warum sollte ich auch? Auf Ihrer Homepage, die Fans konnten alle gratulieren. Insofern ist es nicht halbwegs okay, danach zu fragen, oder? Ich bin so alt, wie ich bin. Aber trotzdem ist es von einem Mann uncharmant, nach meinem Alter zu fragen, finden Sie nicht? Ich habe doch noch Ihre Geburtstagsfeier gefragt. Ach so. Ja, wie die war, das wollte ich wissen, ja. Einbrecher haben bei Ihnen zu Hause nichts zu lachen, habe ich mir gedacht. Den Wolfshund gibt es hier noch? Den gibt es noch, ja. Der Wolfshund ist eine Mischung aus Riesenschnauzer, Dalmatiner und Wolfshund. Also eine sehr gelungene Mischung. Besser. Sehr klug. Einbrecher, stay away am besten. Das glaube ich aber auch. Gut. Vielen Dank für den Moment. Sie können weiter Ihre Fragen direkt in die Sendung reinstellen an Marianne Rosenberg und an Sibylle Weber, denn heute heißt es auch wieder bei uns unter sechs Augen. Agarten quasi in den hier ab vier Ostergarten. Marianne Rosenberg heute bei uns zu Gast und natürlich diese süßen kleinen Lämmer. Denen es übrigens, liebe Zuschauer, gut geht. Gestern haben ein paar angerufen und gesagt, Mensch, die kriegen noch gar nichts zu trinken, deswegen machen die immer mäh. Stimmt nicht, die kommen alle direkt von der Milchbar, die sind nämlich noch so klein. Und eins müssen wir noch einen Namen geben, dem Schwarzen da. Hätten Sie spontan eine Idee? Den Kleinen hier, der braucht noch einen Namen. Wir haben gestern
schon ein paar Namen vergeben, aber der ist noch namenlos, der Kleine. Georg. Der heißt Georg? Spontan oder einfach so? Ja, das kann ich nicht sagen. Der Georg. Sieht aus wie Georg. Natürlich sieht er aus wie Georg. Der in der Mitte, liebe Zuschauer, wir wissen es also für diese Woche, genau der hier, der ist Georg. Da vergeht einem richtig der Appetit auf den Lammbraten zu Ostern, ja, das oder? Kann man sagen, Herr Fritsch. Also ich glaube, ich werde keinen Lammbraten essen. Sie sicherlich auch nicht. Zauberhaft. Und viele der Zuschauer sicherlich auch nicht. So abgepackt aus dem Tiefkühlfach geht das ja immer. Da sieht man nicht, was für süße Tiere dahinter stecken. Da verbindet man es nicht mit Liebe Zuschauer, Augen. Sollten wir Sie auffordern, Nein zum Lammbraten zu sagen? Gut, das ist Ihre Entscheidung. Wir sollten Sie auf alle Fälle auffordern, weiter bei uns zu bleiben. Denn vor Ihnen liegen noch so knappe 80 Minuten vollgepackt mit wirklich guten Themen. Unser Promi im Studio heute ist seit mehr als 3 Jahrzehnten überaus erfolgreich im Showgeschäft. Marianne Rosenbergs Lieder wie Ich bin wie du, Er gehört zu mir oder Marlene, sie haben alle Kultstatus. Lieder, die kann, denke ich mal, jeder spontan mitsingen. Und jetzt wollen wir mal herausfinden, wie liedfest denn die Leipziger und die Gäste sind und welche Lieder sie denn von Marianne Rosenberg alle so noch intus haben. Ich bin wie du, wir sind wie Sand am Meer und darum brauche ich dich so sehr. Er gehört zu mir wie mein Name an der Tür und ich weiß, er bleibt hier. Lieder der Nacht für uns gemacht, sie können oft so viel bedeuten. Er gehört zu mir wie mein Name an der Tür. Da. Marlene, eine von uns beiden muss gehen. Marlene, darum bitte ich dich, geh du, Marlene. Marlene, deshalb gehe ich jetzt. Hey, guten Abend, schön euch zu sehen. Marianne Rosenberg ist zurück, nicht nur im Rampenlicht, sondern auch zurück von einer Reise. Fast ein Jahr lang hat sie sich an ihren alten Songs abgearbeitet. An Liedern aus den 70ern, die heute Evergreens sind. Im Kern bleiben es unschuldige Schlager, aber sie klingen anders. Nicht mehr nur naiv und süß, sondern erwachsen. Mit 14 wird sie entdeckt und zum Kinderstar. Danach geht's Schlag auf Schlag, Single auf Single, Hit auf Hit. Ich bin wie du, wir sind wie Tag und Nacht. Berlin, eine von uns beiden muss nun gehen. Er gehört zu mir, wie mein Name an der Tür. Fast ein Jahrzehnt hält sie das durch. Aber dann wirft Marianne Rosenberg alles hin. Statt Hits macht sie Musik, die ihr etwas bedeutet. Zum Beispiel mit Rio Reiser. Seine Musik ist auch auf der aktuellen Tour zum Album Für immer wie heute zu hören. Im Hier ab 4 Studio Marianne Rosenberg. Die kurz vor einer großen Tournee durch ganz Deutschland steht und dankenswerterweise hier uns einen kleinen Besuch abstattet und jetzt durch die Schnellfragerunde muss. Ja, ich gebe Ihnen fünf Personen zunächst vor und Sie sagen mir ganz kurz, wie Sie diese Menschen finden. Ach du lieber Gott, was haben Sie sich denn da ausgedacht? Na, ein paar werden Ihnen bekannt vorkommen. Angela Merkel zum Beispiel. Ja, Frisur. Paul McCartney, haben Sie ja sogar besungen. Ja, erste früher. Single, ist ja auch ganz klar. Ja. Harpe Kerkeling. Sehr lustig. Willy Brandt. Hochachtung. Und Mick Jagger. Strange, verrückt, wild. Mhm. Ich habe noch was Schönes gemacht. Ich habe ja, wenn man drei Worte. Das war gut. Bis zu zwei Sätzen ist gut. Wenn man sich, liebe Zuschauer, auf Marianne Rosenberg vorbereitet und im Pressearchiv einfach mal bittet, gebt mir mal so ein paar Artikel, dann kriegt man so eine Mappe. Und ich habe mal Folgendes gemacht. Ich habe aus uralten Artikeln teilweise Zitate von Ihnen rausgesucht. Das ist ganz gefährlich, weil man soll ja nicht alles glauben, was in der Zeitung steht. Und genau das können Sie ja dann entweder in Grund und Boden rammen oder sagen, wie es heute ist. Was haben Sie denn geglaubt davon? Von den 5 jetzt. 80%, 90%? 3,5.
Ich komme fünf Zitate bei dreieinhalb. Bei dem ersten habe ich geschmunzelt. Wir fangen mal an. 1970, eine Zeitung namens Telegraph. Marianne Rosenberg, ganz junger Star damals, befragt: Ich sehe rasend gern zünftig gute Wildwestfilme, liebe Elefanten, esse mit Leidenschaft Paprikahähnchen und favorisiere die rote Rose, obwohl meine Lieblingsfarbe gelb ist. Aha. Stimmt das alles noch? Ja, alles stimmt nicht. Also Elefanten sind immer noch meine Lieblingstiere. Ja. Und ein bisschen davon war auch war früher. Da war ich ja ein Teenie. Eben. Lieblingsfarbe gelb ist zwar irgendwie ungewöhnlich für mich, aber ich glaube, dem war so damals. Und die roten Rosen, die gibt's. Und rote Rosen, ja, da habe ich eine Leidenschaft dafür. Ja. Das stimmt schon. Bei der bin ich mir sicher, dass es nicht stimmt. Berliner Zeitung, die Berliner BZ, 2005, ganz frisch. Mhm. Titelschlagzeile: Marianne Rosenberg, nie mehr Sonne, Lichtallergie. Ja. Ich mache mir Sorgen um die Scheinwerfer. Das ist leider eine böse Presseente, wie man so schön sagt. Ja. Also böse und pietätslos insofern, dass es ja Menschen gibt, die diese furchtbare Krankheit haben. Ja? Und damit sollte man nicht spaßen. Ich bin putzmunter und gesund. Allerdings so aus der Sonne ziehe ich mich ein bisschen zurück, weil ich halt schnell einen Sonnenbrand kriege. Mhm. Das ist die Wahrheit daran. Ich bin eine sehr herzliche und umgängliche Frau, Marianne Rosenberg, über Marianne Rosenberg. Trotzdem haben manche direkt Furcht vor mir. Ich weiß auch nicht, wie das kommt. Das stimmt. Wie kommt's denn? Mittlerweile eine Erklärung? Nicht. Nee. Bild keine am Erklärung Sonntag dafür. War das. Eine Freundin über sie, ihre Co-Autorin Marianne Enzensberger. Texte sind für Marianne etwas sehr Intimes. Sie grübelt, verbessert, auch wenn es nur um ein einziges Kitschwort geht. Ja, das stimmt auch. Ja, und dann habe ich noch eins, die Zeitschrift Magnus von 93. Für die einen ist Marianne Rosenberg nichts weiter als eine Schlagermieze, für die anderen ein begnadeter Kultstar. Letztlich stimmt beides und gerade diese Gratwanderung ist es, was die Rosenberg so einmalig macht. Und das habe ich ja nicht gesagt, es wurde über Sie, mich geschrieben. Ja, wie der Satz vorher und auch. Da kann man ja alles schreiben. Also unterschreiben Sie das so? Das wird. Also ich würde das nicht so sagen, aber den Menschen steht es ja frei, was sie als was empfinden. Es können ja nicht alle das gleiche Parfum irgendwie lieben oder hassen. Und so, glaube ich, ist es auch mit Musik. Was jetzt kommt, wird sie auch freuen, weil sie sich die alten Bilder ja gern noch angucken. Zuvor gehen wir aber schnell mal ans Telefon. Wer ist dran? Guten Tag, bei hier 4. Guten Tag, hier ist Frau Beicher aus Schwante. Hallo. Guten Tag. Guten Tag, Frau Rosenberg. Ich wollte eigentlich nur mal fragen, da ich Sie schon so lange bewundere und mich frage, woher Sie die Kraft für Ihre ganzen zielstrebigen Projekte nehmen. Machen Sie Yoga oder sowas, wie es jetzt modern ist? Also Yoga ist schon lange modern. Und ich habe es in früheren Jahren mal richtig regelmäßig gemacht. Und dann war es aber so, dass ich wieder ein wenig damit aufgehört habe, aus Faulheit. Weil auch da muss man sehr diszipliniert sein. Aber es ist tatsächlich so, dass man im Yoga sehr viel Kraft schöpfen kann und entspannen kann. So dass man dann Power hat für die Dinge, die man vorhat. Und wichtig ist aber, glaube ich, so, was man innerlich empfindet, ob man Freude hat am Leben und an den Dingen, die man tut. Das finde ich ganz toll. Also ich bewundere Sie dafür. Dankeschön. Wir danken Ihnen für diesen Anruf und schicken Ihnen natürlich auch eine kleine Eieruhr. Ja, prima. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Höhepunkte, auch Sie werden es jetzt genießen, Sie am Telefon und alle anderen Zuschauer. Höhepunkte dieser einmaligen Karriere, Lieder, die Millionen kennen, sehen und hören Sie jetzt in unserem kleinen Marianne Rosenberg Medley.
hier sehen Sie die neue Scheibe von Marianne Rosenberg. Ihr Kind, mag das die Lieder auch? Nicht so sehr. Was kommt da aus dem Kinderzimmer raus? Derzeit gerade? Eminem, 50 Cent und so. Aber das ist doch ganz schön damit. Mhm. Dann weiß ich immer, was angesagt ist. Und englischsprachige Titel eindeutschen, legitim, sehr erfolgreich. Das haben Sie ja auch immer mal wieder gemacht, von Blondie bis Cher, Titel gecovert. Ja. Gibt es da jetzt aktuell einen, der Ihnen durch den Kopf geistert, wo Sie sagen, Mensch, den in Deutsch, das wäre was? Habe ich doch gerade gemacht, auch Für immer wie heute, auf diesem neuen Album. Und zwar The First, The Last, My Everything von Barry White. Ein großartiger Song. Genau, und da war ich ein ganz großer Fan von ihm, oder bin es immer noch, aber er ist ja leider gestorben. Ja. Sonst hätte ich ihn bewegt, darauf können Sie sich verlassen, dass er da mitsingt. Das hätte ich auch geschafft. Das wäre eine tolle Nummer geworden. Das wäre toll geworden. Und der heißt eben auf diesem Album jetzt Für immer wie heute, heißt der Jedermann. Du bist kein Mann wie jedermann. Wenn man die Bilder gerade sieht, da ging mir das gerade durch den Kopf. So viele Kollegen haben Sie erlebt, die längst in der Versenkung verschwunden sind, über die keiner mehr redet. Sie sind immer noch ganz oben, immer noch ein gefeierter Star. Ganz zum Schluss ein Erfolgsrezept. Gibt's was, wo Sie sagen, vielleicht ist es deswegen so, dass ich immer noch Erfolg habe? Nein, also, Herr Fritsch, da muss ich Ihnen widersprechen. Mein Leben war so. Wo sind wir jetzt? Ich habe mich daran gewöhnt, alle paar Jahre wieder modern zu werden. Das heißt, hoch, runter, hoch, runter. Ich war nicht immer da und das ist auch gut so, weil wenn es nicht runter geht, dann kann man nicht kreativ arbeiten. Man muss wieder leben, ganz normal auch leben, um neue Ideen zu entwickeln, um Songs schreiben zu können. Und wenn man die ganze Zeit immer nur so hip ist und in den Flugzeugen durch die Welt fliegt, das ist, glaube ich, wenig erbaulich. Da kommt nichts Kreatives raus. Das ist, weiß Gott, richtig. Ja. Jetzt wollen wir Ihnen aber trotzdem wünschen, dass es gerade so ist. Und ja, im Moment ist es gerade so und deswegen wird es auch... Unser Glücksbringer, der Fehle Franz, der das finde ich aber süß. Möglicherweise den Erfolg auch noch ein bisschen unterstützen wollen. Der, aber klar. Ja. Das und unsere Zuschauer, ein paar haben Sie kennengelernt am Telefon, ein Restaurantführer geschrieben. Sie sind in Erfurt unterwegs, in Dresden, in Magdeburg. Ja. Die guten Restaurants dazu sind drin. Vielen Dank für Ihren Besuch. Das finde ich ganz toll. Vielen Dank. Dankeschön. Unser nächster Gast hier im Studio dann nach unserem Osterquiz. Das ist ein Mann, den auch ganz Deutschland schon zugejubelt hat, seit es bei Olympia oder sei es in Wimbledon.